London, St. James's Palace. Im Frühjahr 1939 berief hier die britische Regierung eine Konferenz zur Palästina-Frage ein. Es war die letzte Chance, einen Kompromiss zu finden. Malcolm MacDonald, der Kolonialminister Englands, wusste, dass die arabische Delegation an einem Ausgleich mit Weizmann überhaupt nicht interessiert war. Ungeachtet dessen arrangierte er ein Treffen beider Seiten, um das Scheitern der Verhandlungen als Vorwand zu benutzen, um den Teilungsplan der Peel Commission nun auch öffentlich zu widerrufen. 5 Wochen tagte die Konferenz. Ohne Einigung ging sie zu Ende. Anschließend wurde Großbritanniens neue Politik im Palästina-Weißbuch veröffentlicht, einem verhängnisvollen Dokument. Es kündigte die Gründung eines unabhängigen arabisch-palästinensischen Staats an. Um eine arabische Mehrheit zu sichern, sollten in den nächsten 5 Jahren nur 75.000 Juden Einreisevisa für Palästina erhalten. Auch der Landerwerb wurde für die Juden eingeschränkt. Wir fühlten uns deprimiert, zutiefst deprimiert, sogar schmerzlich betroffen. All unsere Anstrengungen, ich meine die Aufnahme von Flüchtlingen, die bisher so erfolgreich und für die Juden ja eine Frage auf Leben und Tod war, alles vorbei. Und jetzt schließen sie die Tore, machen zu, bringen alles einfach zum Stillstand. Als das Weißbuch im Sommer 1939 veröffentlicht wurde, hatte die Verfolgung der deutschen und polnischen Juden einen Höhepunkt erreicht. Die meisten europäischen Bahnhöfe quollen über. Nur wenige Flüchtlinge hatten das Glück, ein Einreisevisum für Palästina zu erhalten. Die zionistischen Jugendbewegungen in Europa hielten sich nicht an die neuen Verordnungen der Briten. Immer mehr illegale Einwandererschiffe versuchten, die Blockaden an den Küsten Palästinas zu durchbrechen. Eines Tages erhielt ich ein Telegramm des Beta-Hauptquartiers, das mich noch am selben Abend nach Warschau beorderte. Wir sollten nach Palästina ausreisen. Meine Frau und ich verließen unser Heim, unsere Eltern, unsere Freunde, jeden. Und wir gingen nach Konstanza. Im Hafen wartete ein Schiff auf uns. Wir wurden angewiesen, an Bord zu gehen. Die Reise dauerte 2 oder 3 Wochen. Unser Schiff erreichte Tel Aviv auf der Höhe des Cape Dan Hotels. Wir ruderten an Land. Tel Aviv zu sehen war wie die Erfüllung eines Traums. Jüdische Straßen, jüdische Geschäfte, jüdische Schilder, sogar jüdische Polizisten. Und man sprach Hebräisch. Wir waren am Ziel. Nur ein paar Tage später hörten wir dann von Anschlägen auf die Juden, von einem regelrechten Kriegszustand. Aber wir waren darauf gefasst, dass uns niemand den Zionismus auf einem silbernen Tablett servieren würde. Wir spürten, dass wir wieder ums Überleben kämpfen mussten. In Palästina startete die jüdische Gemeinde eine Kampagne gegen das Weißbuch. Wütende junge Leute sammelten sich in den Straßen zu einer der größten Demonstrationen in der Geschichte Palästinas. Die Demonstranten verurteilten die britische Regierung und besonders den Autor des Weißbuchs, den Kolonialminister Malcolm MacDonald. Viele von uns Kabinettsmitgliedern waren sehr unglücklich über diese Entscheidung, die wir aufgrund der Kriegsgefahr treffen mussten. Nach damaliger Einschätzung war der Krieg eigentlich sicher.
mehr jüdische Einwanderer wären uns lieber gewesen. Diese Haltung ließ unsere Palästina-Politik zynisch erscheinen. Ich leugne das nicht. Gleichzeitig waren wir realistisch. Deshalb der Zynismus. Wir wussten, dass die Juden im Krieg auf jeden Fall an unserer Seite kämpfen würden. Sie konnten nur auf unseren Sieg hoffen und uns unterstützen. Die Position der Araber war sehr viel unsicherer. Wahrscheinlich machten wir den Arabern aufgrund der zu erwartenden Krise ungewöhnlich viele Zugeständnisse. An dem Tag, an dem Malcolm MacDonald dem britischen Parlament das Weißbuch vorlegte, überquerte der Luxusliner St. Louis den Atlantik. An Bord waren jüdische Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland. Als das Schiff im Hafen von Havanna anlegte, wurde den Passagieren mitgeteilt, dass sie nicht von Bord gehen dürften. Die Verwandten am Pier konnten nichts für ihre Lieben tun. Die jüdischen Wohltätigkeitsorganisationen bemühten sich ergebnislos, den Passagieren eine Zuflucht in andere Länder Lateinamerikas zu verschaffen. Die St. Louis musste den Hafen von Havanna wieder verlassen. Als sie an der amerikanischen Küste entlang steuerte, patrouillierte die Küstenwacht mit Schiffen und Flugzeugen, um die Passagiere daran zu hindern, an Land zu schwimmen. Das Telegramm, mit dem der Kapitän Präsident Roosevelt um Aufnahme der Flüchtlinge bat, blieb ohne Antwort. Zunächst einmal so war, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass uns Amerika, das so riesengroß ist, nicht hereinlassen würde, ganz gleich wo. Es gibt ja einige Küsten in Amerika, ja? Aber es war leider so, dass ganz Amerika für diese 900 Passagiere geschlossen war. Das Schiff fuhr zurück nach Europa. Die Menschen, die hier von Bord gingen, hatten bislang nur die Küsten freier Länder gesehen. Sie wussten nicht, dass sie in eine tödliche Falle gingen. Die meisten der St. Louis-Passagiere sollten im Holocaust umkommen.